Og næste finalekamp, det bliver herresingle. Fra Tyskland, Max Weisskirchen. Han møder fra Danmark, Anders Antonsen. Dommer i kampen, det er Åsa Salberg, og servdommer er Mathea Røgnik. Ladies and gentlemen, on my right, Denmark, represented by Anders Antonsen. And on my left, Germany, represented by Max Weisskirchen. One, love.
Ja, die erste, den Mental muss hochhalten. Das Spiel muss mehr auf den zweiten Angriff. Wenn der erste liebte, zack, diese Situation, du voll drauf, das steht so gut. Du kannst einmal machen, aber vorbereiten. Dann drop. Doch mal drop. Dann zieh. Ja. Wenn du nicht durchkommst, einfach clear. Lass nicht was machen. Du musst nicht immer ganz halt immer selber angreifen. Der macht immer Konter. Ne? Auf den zweiten Angriff. Drop. Nachbreitung. Drop. Nachbreitung. Lange Abwehr muss gute Nachbreitung. Da kommt Pushen. Manchmal der Schläger der Mund. Nicht fokussiert. Ja. Okay? Zwischendurch kannst du ganz nett nah spielen. Nicht nah, dann nachbrechen. Nach vorne. Okay. Men det er den eneste duel, du taber, det er der, hvor du løfter tre gange i streg, ja, bare dernede, ja. Så bliver han dernede. En til to gange, så får han ham. Ja. Men det er ikke så mange fejl. Nej, lige nu, men tempoet er rigtig godt, det gør det svært, og han skal hele tiden skabe det fra et angreb lige nu. Ja. Og vi vil have den der i løften. Ja. Så lige få den holdt til os. Så slipper det, ja, og så slipper det.
Ich sehe den Smash in, auf Körper, den sehe ich ganz schlecht. Ich weiß nicht wieso, aber. Etwas mehr Aufmerksamkeit. Und dann, wie Schwieren sagt, das Tempowechsel, es ist mal reingehen, aber dann voll reingehen. Du bist einmal reingegangen, spielst so hart, du musst voll reingehen, hart Smash droppen. Und dann den zweiten Angriff. Ja. Genau, du musst, beim Speed musst du mehr Gas geben. Ist clear auch. Clear soll nicht einfach so clear, passiv. Wenn du clear machst, musst du Druck, Druck voll machen. Genau, das meine ich mit der etwas mehr Intensität in genau. Allen Aktivitäten. Also egal, ob du Tempo oder mal Tempo verschärfen spielst. Ja. Das ist etwas zu ruhig. Also so clear, genau. Dann Lift und dann kommt die nächste Aktion. Du bist nicht da. Du reagierst ja. Sehr stark, ist das Gefühl. Natürlich auch, weil er gut ist. Auch als ob du dafür nicht klar bist, dass jetzt Tempo wechselt. Genau. Ja. Okay. Genau. Komm noch mal rein, Max. Ja, ich steck mehr im Tank. Okay. Feuer dich auch mal an, dass du ein bisschen mehr Energie hast. Ja. Sehr gut. Ja, men på dem, der er enige, men på, du har en i duellen inden, hvor du slår en clear, som er helt perfekt, for der prøver han at spille med højde på. Men skærpelsen, den er rigtig god, fordi du er hurtig på forbanen, men uden at ville altså, forcere den, bare ved at spille ham rundt. Ja. Så igen, opsummere, hvad det er, han vil. Jamen, han vil sætte pres på fra sin forbane. Ved, returen og lægge og finde hele tiden flat ud i hjørnerne. Han kan måske gå ind og prøve lige at spille det tæt net for at få løftet, og så gå den retning. Ja. Men det er så det.
bisschen zu kurz. Das ist schwer zu abdecken. Ja, ja. Das heißt, Netzbereich, lass ihn nicht gewinnen. Erstmal Netz verhalten. Nur wenn du gute Position dann Kurs ablegen. Das jetzt probiert Netz nah, das ist immer ganz gegenlegt. Das ist Schwierigkeit. Erstmal Netz verhalten. Okay? Wenn du Lifte, musst du immer gute Nachbereitung. Du weißt das. Wenn du Lifte, kommt so Schuss auf den Körper. Aber du musst gute Nachbereitung sein. Ja? Auch im Angriff nachbereiten. 20 Sekunden. Und dann mal mit dem Winkel den zweiten wieder im Winkel. Also mach ersten Haken, dann zweiten auch. Zweites, wenn du selber Angriff, ganz viel durch 60, 40 Position, einfach pushen auf den Körper, nicht nur kurz ablegen. Okay? Det der, hvor han laver et enkelt point lige i starten, det er, der går han på dit første løft. Efter du har holdt ned af jer, du løfter, der går han hårdt på den, det der, han får lov til at slå en enkelt en. Nej. Eller så samme skærpethed. Ja. Det er bare det. Ja. Ikke langsomt. Nej. Thank you.
15-10. Anders Antonsen, some good numbers on the scoreboard today. How do you see your performance? I think it was okay. I'm satisfied with the match. Yeah,
I've played Max a few times in the past. So yeah, I know he's a tricky player, but I'm satisfied with the way I handled this match. It was either you or Victor Axelsen or Rasmus Gamvik to play the men's singles today. Kenneth Jonasson chose you to play. How does that feel to be the number one on the team today? I don't know if I'm the number one on the team, but I was happy that I got selected to play the match today. I felt comfortable going into this match, so I'm grateful that I got this chance. Denmark, of course, is the favorite when they enter court in a team event in Europe. How do you feel that pressure? I don't feel much pressure, to be honest. I like this game. I love to play badminton, and it's just great fun. And final question, Anders, how many more matches will the crowd here in Copenhagen see today, you think? Hopefully one, but we have three shots to close it now, and I'm comfortable we will. Thank you very much. Vi er klar til dagens tredje finalekamp, så vi siger velkommen til dommer og linjedommer. Næste kamp, det er damesingle fra Tyskland, Yvonne Lee. Hun møder fra Danmark, Line Højmark Kjærsfeldt.